Raspberry ansagen und jetzt können sie auch die Waffen sparen. Nützt ja alles nichts, aber Edward ist schon da. Der Todeskampf bei Starix. Er ist in die Action. 100 Schaden schon gemacht. Aber Starix ist schon Connector hochgekommen. Da hat Nugi nicht gut aufgepasst. Mit See wahrscheinlich, der da kurz vorkommt. Fehler dort, die Spieler hochzulassen. Trotzdem 3 gegen 3 Situation. Zeus macht es da 3 gegen 2. HE sitzt. Naja, 10 HP bei Zeus. Mann, Edward spielt auch super. Kommt er jetzt nochmal über die Mitte? Da guckt noch keiner hin. See muss jetzt links aufpassen. Schön von Edward. Gast jetzt auch in den Keller. Ja, fake das an. Könnte jetzt einfach hochschleichen und. Bombe ist bei Senja in der Action. So, Spieler bekannt, die Posi. Zeus wartet auf sein Mate. Spielen das super runter. Kann er aber immer noch machen. Sehr schön. Schön in Linie gestanden. 7 zu 7. Ah, sehr schön. Alternate gewinnt 2 zu 0. Das beruhigt doch. Also keine Ahnung, was da gegen SK los war, dass sie da das bis in die Overtime geschafft haben. Und SK das Leben extrem schwer machten. So, wieder ein ähnlicher Aufbau bei Navi, wieder ist See im Döner. Wieder wird er jetzt den Contact haben, wieder gibt es den Boost da unten. Und wieder wird es gleich Contact geben. So, da wird wieder rechts geboostet. Da müsste gleich die Flash kommen. So, jetzt kommt sie. Oh, die ist kurz. See kommt diesmal weg. Muss das jetzt wissen, dass im Döner einer ist. Allerdings stirbt Nugi. Jetzt geht's zum B-Spot. Starix Döner noch drin. Starix jetzt von hinten kommen. Ach, da sind zu viele Sachen offen. Schreiben sogar schon GG. Was soll das denn? Bisschen Tilt oder so. So, Navi gewinnt die Halbzeit nach gewonnener Pistol auch erwartungsgemäß. 7 zu 8. Ja, das wird dann anscheinend doch kein 3 mehr bei mir. Mirage, eigentlich eine City-Map. Aber Navi hat das auf jeden Fall schon ganz gut gemacht. Haben da einige gute Taktiken drauf. Und haben Annexes immer wieder auf den falschen Fuß erwischt.
gucken, was noch live ist. Also Fnatic auch 2-0, SK 2-0, AST 2-0, Altenet 2-0, Lemondogs 2-0, Xabso PTT. Hat Xabso gleich das Draw sicher? Jetzt immer noch nicht los. Winfect gegen Imba. Winfect führt auch auf der zweiten Map 10-3 auf die Inferno als Counter. Ah, okay, jetzt geht's hier weiter. Also zweite Halbzeit, Anexis gegen Navi. Vielleicht die letzte Map für heute Abend. Vielleicht. Aber auch nicht. So, ich sehe keine USP. Man entscheidet sich trotzdem für den Action Go. Hat wahrscheinlich. Kann mir vorstellen, dass sie. Ja. Dass sie Equipment haben. Barry smoked that Kerrigan up. Oh, die AE tut weh. Aber allerdings nur bei Barry. So abgesmoked. Oh, nice, man rusht den Jungle, nicht die CDBs. Unerwartet für Navi wahrscheinlich. Sehr schöner Austausch. Spot muss sterben. Süß nimmt aber noch einen mit. So, zwei CD-Bays. Smoke liegt noch ganz gut. Barry macht den Headshot. SFM finde ich ihn. LOL! Hat ihn gerade ernsthaft in der Luft gemacht. Krass. Die Demo will ich sehen. Was hat das bitte wieder für einen Schuss von Edward? Wie lucky aber auch. Also, ich glaube, der war in der Luft. Das ist einfach mal hart lächerlich. Dass es sowas trifft. Ja, SFM sick. Oh. Ein lieber Herr Gesangsverein, das war ja. Bezeichnend für das Spiel, so knapp ich dabei sehe es. Ja, das war auf jeden Fall in der Luft, also. Da freut sich auch Edward. SFM schreibt nur sick. Das war's auf jeden Fall. Navi versucht direkt die Mitte einzunehmen. Schaffen sie auch. Die ist absolut gar keiner. So schön. Snappy mit First Track. Gang macht Go. Sus. Keine Möglichkeit jetzt gesetzt. Da jetzt an See. Sehr schön. Müssen jetzt einfach CDBs pushen. Machen sie auch. CDBs ist safe. Markelov. Ah, Snappy hat Fokus von hinten. Kann jetzt zwei ansagen. Barry kommt über den Döner. Sehr wichtige Entscheidung von ihm. Sehr gute auch. Ah, da geht's Feuer hoch, aber Nugi sehr schön nach zur Seite gestraft. Keine Chance, den Frag zu geben. Und Barry. Barry kann Markloff ansagen. Nice. Der zahlt sich das Kaufen direkt aus. Wobei jetzt auch, muss man sagen, gut gespielt war von Navi. Haben da vielleicht mit einer AK-Runde gerechnet. Und trauen sich direkt was. Trauen sich was zu. Gehen Mitte hoch. Versuchen direkt Raum eng zu machen. Infos zu sammeln. Ging leider nicht auf. Somit bleibt der Nexus dran. So, Navi mit Full Eco. Oh, ne, das sind. Eagles, seine USP. Passport. Senja macht den ersten. Sus blind unterm Holz. So, wichtig von Snappy da beide zu machen. Allerdings Starix von hinten hat aber nur eine USP. Nugi deckt nach hinten ab. Wird gleich auf ihn treffen und den gleichen Frank bekommen. Nice. Ah, okay, Markloff war das sogar mit einer Waffe. Mit einer erbeuteten. Okay, Starix ist am Haus gekommen. Ah, SFM hat ihn noch nicht gesehen. Jetzt ist Posi bekannt.
Edward nur noch mit 50, SFM kommt aber weg. Sollte da auch überleben in der CD Base. Ja, alle vier überleben, nur mit einer Waffe, nur eine Waffe verloren. Das geht schon. 9 zu 9. Noch eine Eco für Navi, wieder auf dem A-Spot. Diesmal keine Deagles. Anexus entscheidet sich komplett auf den B-Spot zu gehen. Da ist wirklich niemand. Larndiegel. SFM auch gut nach hinten aufgepasst. Ach, lustige Posi von Markloff. Ist er wahrscheinlich über das Fenster da hoch? Mal sehen, ob da einer jetzt hinkommt. Nexus geht wieder in Führung. Und man wählt den Weg zum A. Zweimal Haus, zweimal Schräge und da stehen nur zwei Leute. Von Navi, Senja und Zeus, wenn ich es richtig gesehen habe. So wirft er die Flashes, die wir auch bei My Revenge schon mal gesehen haben. 1:1 Ausgleich. Allerdings ist CDB auch schon einer da. Da gibt es die Flash. Ah, oh, Zeus stirbt an der Carrier-Position. Bombe ist auch schon gelegt, 30 Sekunden noch auf der Uhr. HP-Zahlen recht ausgeglichen. Läuft noch mit A. Wer sehe, hat Fokus auf hinten. Die Navi-Jungs schießen einfach so gut. Sehr schön von See. Die Pose entscheidet einfach die Runde. Aber Navi kommt mit zwei Waffen weg, 4 zu 1. Ja, siehst du, es geht doch. Wieder A, allerdings mit einem kleinen feinen Unterschied. Barry macht inzwischen was im Haus oder kommt über Keller hoch. Ja, kommt über Keller, soll da. So, wirklich wieder Döner. So, jetzt kommt der A-Go. Nexus hat auch viel Raum, die Granaten aus dem Haus zu werfen. Oh, Markloff macht zwei wichtige Frags, kommt sogar. Wollte gerade sagen, on spot, aber ist er gar nicht. Ach, so schön durch die Smoke. Barry am B raus, macht den Headshot. SFM kann rüberschieben. Barry kann die Scheune dicht machen. Oh, und dann. Oh! Markloff hat reingezoomt, aber irgendwie wieder weg. Eieiei. Oh nein, Barry. Oh, ja, einfach gut runtergespielt von Navi. Viel zu gut.
Hatte man fast Makelov weggesprengt und weggebankt. Ah, Sus macht den Frag im Haus. Ah, sieht jetzt nicht gut aus für Nexus. Haben da aber auch diesen Boost drauf. Sus macht seinen zweiten Dönerboost, könnte. Edward steht im Mini-Döner oben, hat da perfekte Pose. Er hat sowohl kurz als auch den Döner safe. Barry und See, Starix war schon Gang gepusht, also sie werden hier komplett zerpflückt. Was kann er noch machen mit seiner AWP und der Bombe im Z-Gang, im Connector? Ja, Makelov hat ihn gesehen, verschießt, Edward macht ihn trotzdem, 11 zu 11. Wieder so eine enge, knappe Map. Keine Eco bei Anaxis. Hat Topspawn zum A. Spielt da wieder sein Go. Zweimal in Action, zweimal in Haus. Ah, jetzt ja, wirklich Flächen. Ein Track braucht man jetzt noch. Oh, ist aber einiges blind. Ach, Edward. Tötet den im Haus oben. Makelov kann da auch gut abzielen zur Boostkiste. Alter, Navi verteidigt einfach so gut. Geht hier jetzt wieder in Führung. Und der Nexus hat kein Geld, muss eine Full Eco einlegen. Das eben war schon hart an der Grenze. Da war wirklich nicht viel an Equipment am Start. Teamplay. Geil. Also Edward steht dann kurz, Starix kann reinhalten. Mag Edward vielleicht dann hier in das Eck. Starix wird davon nicht blind, kann einfach weiter rein aimen. Also sehr schönes Teamplay. Navi hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Haben sich da auf jeden Fall verbessert auf Mirage, würde ich sagen. Scheinen da aber gute neue Sachen zu haben. Steht jetzt somit auch schon 13 zu 11. Und Anaxis braucht diese Runden. Barry wird wieder allein geschickt. Edward, kurz offensiv. Barry dreht diesmal um. Sus lenkt gut ab. Schöner First Track. Ah, schade, wenn er das. AE, links. Ah, oh, schönes Ding. So, jetzt darf Makelov keinen weiteren machen. Hüpft da weg in die Z-Base. Wie kann ihn gleich abaimen. 4 gegen 3. Makelov macht dabei einen. Immer in die Bombe gelegt. Makelov. Kein Hit. Wird blind. Oh, der Schuss wäre so wichtig gewesen. Nochmal verschießen, aber See rastet mal kurz aus. See immer noch am Leben. Makelov nur mit Deagle am Start. Ach, die Runde ist gewonnen. Verliert sogar die AWP. 13 zu 2, wieder mit der Anschlussrunde für Anaxis. So, jetzt ist die Frage, hat Navi Geld? Haben sie. Makelov wieder mit AWP.
Wieder spielt man seinen Split. Seinen Gang-Action-Split. So, schöner Gegenplatz von Zeus. Ist er aber selbst blind, aber Markelov macht einfach übertriebenen guten Job am Kerrigan. Aber Zee gleicht aus. Na, gleicht noch nicht ganz aus. Fokus Edward mit der HE. So, Nugi spielt's gut. Aber Starix halt auch. Ist da schon Mitte oben, macht Raum sehr eng. Er hat ihn gesehen und hat nicht geschossen. Das musste er erstmal drauf haben. So, Edward schiebt jetzt auch rüber. Kann ihn da gleich abfangen. Ah, Nugi geht runter. Ist so krass, wie Edward einfach immer drauf ist, sofort runterzieht, den Headshot macht und du hast einfach gar keine Chance. Ich meine, Nugi rechnet auch nie im Leben damit, dass dort jetzt einer ist. War einfach perfekt kommuniziert von Starix. Barry 1 gegen 3. Edward zieht da jetzt auf Timing rum. Macht den sogar 14. Runde für Navi. Ach, Anaxis gewinnt eine Runde, verliert die nächste direkt wieder. Müssten jetzt eigentlich in die Eco gehen. Dürften ganz, ganz, ganz wenig Geld haben. Wahrscheinlich sehen wir gleich das Draw. Und dann ist es fast ein ähnlicher Verlauf wie auf Tuscan. Navi hat das Draw und Anaxis muss alles auf eine Karte setzen, ob Draw oder Niederlage. Müssen allerdings hier jetzt noch drei Runden dann am Stück holen. So, da gab es wieder die Flash. Ja. Also, das ist eine schöne Standardaufstellung von den beiden da am B. Gefällt mir, kann man so kopieren. So, die angesprochene 15. Runde für Navi. Zeigt sich nicht dumm, Markloff zielt da rein. Ist jetzt im Connector drin. Anaxis stellt auf jeden Fall diesmal um. Starix hat halt eine super Position, wurde da geboostet von Edward. Snap jetzt schon Gang vorn. Was macht man mit dieser Information? Barry. Boah, das wäre so gut, so klug gespielt. Zeus hätte da abgelenkt, wenn er den Frag nicht gemacht hätte. Wäre dann weggeschoben, der Spieler unten. Nugi, wichtig. So, wenn Edward jetzt keinen macht. Der kriegt direkt Headshot. Macht keinen mehr, so 3-3 Situation. Runde sehr offen jetzt. Kann alles passieren. Den verschießt Nugi wieder. Sitzt ist dafür Zeus aber im Haus. Zeus mit dem zweiten. Sehe jetzt allein. 1 gegen 3. 1. Und nur 1. Das ist das GG. Navi ist weiter. Navi im Viertelfinale des Upper Brackets der Copenhagen Games. Anaxis wird ins Lower Bracket geschickt. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen Anaxis dann ran müsste, ist mir aber jetzt auch egal, denn ich bin fix und fertig für heute. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Liked mich auf Facebook, facebook.com/bomumtv. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen Vormittag wieder einschalten würdet. Wenn es dann heißt Team KR gegen Dafuk. Falls Team KR weiterkommt, werde ich sie auf jeden Fall weiter begleiten. Wenn nicht, dann switche ich hoch ins Upper Bracket und werde mir dort ein schönes Match rauspicken. Bin auf jeden Fall morgen noch die ganze Zeit am Start. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen früh um 10. Haut rein und schlaft schön.